So, ich grüße euch zu einem 2-Jahres-Special. 2 Jahre lang produziere ich schon Let's Plays für euch. Und aus diesem Anlass spielen wir heute ein Spiel, das ich bereits Let's Played habe, aber da es ein bisschen schlecht rüberkam, habe ich mir entschlossen, das Ganze neu zu Let's Playen, weil jetzt die Qualität deutlich besser ist und auch und gleichzeitig kann ich damit auch gleichzeitig mein neues Mikrofon testen, was ihr hier in der Webcam jetzt sehen tut. Und da öffnet sich wieder so ein scheiß Fenster, das sich immer öffnet, wenn ich die Webcam benutze, was voll scheiße ist. Aber ich glaube, wir hören jetzt mal auf zu quatschen und fangen an zu quatschen und fangen an zu spielen. Okay, los geht's. Green Greens, Stage 1. Ja, diesmal auch mit einer synchronen Musik. Erstmal muss ich die Steuerung wieder zurechtfinden. Okay, okay, das ist... Ah ja, okay, jetzt habe ich die Steuerung raus. So. Ja. So, und wie springe ich? Nee, das ist abheben. Ich will ja... Achso, springen ist ja das... Genau, okay. Okay, ist ein bisschen schwierig, das sich jetzt wieder zurechtzufinden. Ich habe das ja... Scheiße. Ich habe das ja noch nicht so richtig gespielt auf einer... auf einem Emulator. Ich spiele, na ja, sonst immer Pokémon auf einem Emulator. So Jump'n'Run-Spiele, die habe ich sehr wenig auf dem Emulator gespielt. Deswegen muss ich mich hier erstmal gewöhnen. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut voran jetzt, oder? Haben zwar gerade ein bisschen Schaden bekommen, aber das war nur dadurch, dass ich ein bisschen verwirrt war wegen der Steuerung. So, hier ist auch schon der erste Stern, der uns zum ersten Mini-Endboss bringt. Oder nur Mini-Boss, Mini-Endboss ist ein bisschen zu hart formuliert. Und er schmeißt eine Bombe auf uns, wie so ein Terrorist. Hier, du Terrorist. Er kann springen. Ja, kriegt ja voll die Angst. Ja gut, das ist ja auch ein Kinderspiel. Das ist ja nicht besonders schwierig. So, ich sag doch kinderleicht. La 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 la. Diese Musik ist so cool. Eine Kuh. Ein fliegendes Dingsbums. Also ich kenne die Namen von den Viechern nicht. Ich bin nicht so der große Kirby-Experte. Ich habe das früher zwar sehr oft gespielt, aber ich bin kein Experte darin. So. Hier, bam, voll auf die Kuh. So, hier geht's rein. Aber zuvor nehme ich noch diese Typen davor. So. Ide ist nackt. So, muss mir kurz am Rücken, Kopf kratzen. Kopfrücken kratzen. Hinterkopf. Whatever. So, hier müssen wir fliegen. Hier kann man, haben wir keine andere Wahl. Die Kuh, die nehme ich noch mit. Wir haben lecker Kuh. Kuhfleisch. Ah, da geht's nicht weiter. Geht's hier irgendwo? Nee, auch nicht. Nein, auch nicht. Irgendwie stimmt das mit der Farbe irgendwie nicht. Ich glaube, die ist immer noch von der Pokémon-Einstellung, von der blauen Edition. Moment, ich stelle es mal schnell um, bis gleich. So, jetzt habe ich es wieder richtig eingestellt. Jetzt ist es nämlich in Schwarz-Weiß. Das vorhin, das mit dem Blau, das war ja die Pokémon-Einstellung von dem damaligen Blau-Let's Play, das wir gespielt haben. Aber die Originalfarbe ist leider Gottes Schwarz-Weiß. Und ich glaube, das sieht auch viel schöner aus mit Schwarz-Weiß als dieses grelle Blau da. Das habe ich ja extra nur für Pokémon reingetan. Damit es ein bisschen, ja, atmosphärenmäßig passt. So, hier ist auch schon der erste Boss. Autsch! Ein Baum! Den gibt's auch in Kirby's Dream Land 2. So. Perfekt. Hör auf zu spucken, Mensch. Ich sag dir auf zu spucken, was ist daran so schwer zu verstehen? Ja, das ist auch, ihr seht, der Boss ist sehr leicht. Ich habe da keine Probleme darin und das haben wir auch schon geschafft. Ja, das war Level 1, war auch nicht besonders schwer. Das war auch der leichteste Boss, muss man schon sagen. So, jetzt kommt Level 2, Castle Lololo. Da ist der Endboss schon deutlich schwieriger als dieser scheiß Baum. Oh mein Gott, was ist das? Ah! Hilfe! Was war denn das denn jetzt? Oh Gott! Nein, nein, nein! Oi, oi, oi. Diese Steuerung geht mir sowas von auf den Sack, voll auf den Sack geht mir die Steuerung. Die Steuerung.
Die Steuerung geht mir auf den Sack. Verpisst euch ihr, ihr Scheißgeister. Geht sonst wohin und geht sterben, anstatt mich hier zu nerven. Hier ist eine Bombe. Ja, was ist ja... Oh, was sind das denn? Ah! Crabs! Ah, noch eins! Ah! Hilfe! Diese... Ich hab Angst vor diesem Level! Oh Gott! Oh Gott, was ist denn das? Ich will hier weg, ich will hier weg, diese Steuerung. Ich komme nicht damit klar, damit komme ich nicht klar. Nein, nein. Ah, fast hätte ich dieses Ding erwischt. Es gibt 2 Schaden, wenn man das trifft. Voll scheiße. Und was sind das für Dinger? Diese quadratischen Dinger da. Naja, uninteressant. Nicht saugen, Mensch. Saugen kannst du später. An meinen Schwanz. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da, 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 da. Keine Ahnung. Ach so, ja, jetzt sind wir unverwundbar. Ähnlich wie dieses, wie dieser Stern da bei Super Mario. Alles, was wir treffen, stirbt. Und der Stern. Also, und das ist der erste Mini-Boss. Auch kein großes Problem. Auch wieder ein sehr leichter Gegner. Ich sagte, auch wieder ein sehr leichter Gegner. Jetzt musst du hier nicht einen auf Ohrmarker machen. So. So, hier sind ein paar Kisten, die wir ja, zerstören können. Gibt auch ein paar Punkte. Auch wenn die Punkte hier nichts bringen. Wahrscheinlich früher, dass man da mit seinen Freunden irgendwie angeben kann. Ich habe so und so viele Punkte und so viel mehr wie du. So. Nein, ich will gar nicht zurück. Ich will dieses Ding da haben. Au, du Scheißgeist, lass mich. Lass mich, du Scheißgeist. Lass mich, du Scheißgeist. Verpisst euch hier, geht mir auf den Geist. Lala, lala. Okay, hier ist die nächste Tür. Hier ist die nächste Tür. Und hier sind ein paar Bernies. Und mir fehlt ein paar Haus. Hier ist die nächste Tür. Oh Gott, das hat zu lange gedauert. Das hat viel zu lang gedauert. Ja, sorry, ich singe hier sehr oft, weil ich die Musik sehr kenne und schätze. Ih, eine Fledermaus. Ih, eine Maske. Ah. Hilfe, eine Amoklaufmaske. Wenn man die Maske trägt, wird man zum Amokläufer. Nicht saugen, Mensch. Ich sagte, saugen kannst du später. Hör auf zu saugen. Wenn du noch einmal saugst ohne meine Erlaubnis, dann. Ja, das war meine Erlaubnis, das auch. Das nicht! So, okay, rein geht's. Hier ist der Boss. Bleh. Autsch! Verdammter, keine Ahnung was. Ah! Ich werde verlieren. Scheiße, ich komme nicht mit der Steuerung klar. Ich glaube, beim ersten Spielen kam ich mit der Steuerung auch nicht so besonders klar. Bleh. Ah, scheiße, nein! Oh Gott, ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Scheiße. Noch ein Leben. So. Perfekt. Nein. Ah. Da. Nein. Ah, scheiße. Okay, nochmal. Wir haben noch 3 Leben. Das müsste eigentlich reichen für den Boss. Hier hat man auch sehr wenig Spielraum. Für den Gegner, weil man immer sich so ein Quadrat nehmen muss und das dann immer zu dem Gegner spucken muss. Und weil es 2 sind. So, jetzt ist nur noch einer. Ja, jawohl, den habe ich noch gerade erwischen können. So, jetzt, ja, genau, den auch noch. So, und du bist tot. Ich habe dich erledigt, mitsamt deinem Bruder. Okay. Float Island. Ich hoffe, der Sound von der Webcam passt noch, weil manchmal läuft es sehr unsynchron. Aber ich kann es nicht ändern. Vielleicht ist es mit dem neuen Mikrofon besser. Ich habe es noch nicht getestet. Oh Gott, was sind das denn jetzt? Strom. Ach, die Musik, die ist so schön. Die ist so schön. Ich glaube, ich muss hier sehr viel singen. Bei dieser Musik muss ich sehr viel singen. Sehr viel singen bei dieser Musik. Muss ich sehr viel singen? Weil sie so
Schön ist die Musik, ist so schön, deswegen muss ich sehr viel jetzt gerade singen. Wasser, oh perfekt, das habe ich jetzt perfekt gemacht, perfekt gemacht. So, jetzt geht mal alle Krepin hier, ihr seid mir im Weg, ihr seid mir im Weg, ihr seid mir im Weg. Hier sind verdammte Kokosnüsse, die explodieren. Und was ist das? Eine Höhle, eine Höhle. Und wieder so ein Stromteil, Strommuschel. So, wieder ein paar Leben für uns. Ich frage mich, was diese Masken da oben bezwecken sollen. Naja. Oh Gott, nein! Nein, was soll denn das denn hier? Kommt sofort zurück! Ich will euch einsaugen! Jawoll! Oh Mann, die sind hier überall. So, hier ist ein Secret. Lauter Sterne. Ich glaube, wenn in Wirklichkeit überall Sterne neben Wasser sind, dann wären wir jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, anders evolutioniert und hätten jetzt irgendwie überall Sterne bei uns dran oder am Körper oder so, whatever. Wahrscheinlich rede ich hier gerade Bullshit, den kein Schwein versteht. Ah, perfekt. Ah, ich habe einen Stachel im Arsch. Ah, Gott, verdammt. Kirby ist voll schwul. Na, jetzt aber. So ein Stachel gibt, glaube ich, 2 Schaden, glaube ich, oder? Na, ich will es jetzt auch nicht testen. So sterbe ich vielleicht sogar, wenn es vielleicht 4 Schaden macht. So, hier ist ein M oder whatever. Sieht für mich aus wie ein Marienkäfer, habe ich auch im ersten Spiel gesagt. So, wieder am Rücken kratzen oder an den Haaren, whatever. Ich habe keine Läuse, falls ihr das gerade denkt. Ich habe die Haare gestern Abend gewaschen. So. Und ich bin Gamer, ich darf das. Ah! Was zum Teufel, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Lasst mich in Ruhe, verpisst euch, ich muss hier durch. So, und jetzt löschen wir mal das Feuer. Ja, wenn man hier rein ins Wasser springt, während man diesen Modus hat, diesen Feuerspeimodus, dann verschwindet der. So, hier müssen wir wieder fliegen. Okay, hier ist ein Stern, der bringt uns nach oben. Oder ich glaube zum ersten Boss kann das sein. Nee. Hä, was macht denn der da? Yippie! Nee, der bringt uns gleich zum Endboss, okay. Also hat dieses Level keine Zwischenbosse. So, hier ist auch schon der Boss. Auch ein sehr leichter. Weil man hier einfach nur ausweichen und schießen muss. Nein! Okay, der ist nicht sehr leicht. Ich nehm's zurück. Der ist nicht sehr leicht. Der ist nicht sehr leicht. Der ist super schwer. Der ist super schwer. Der ist super schwer und der wird mich killen. Ah! Der ist so schwer. Scheiße, 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 scheiße. Ah! Schau. Okay, der ist scheiße leicht. So, Level 4. Public Loud. Ich glaube, wir spielen das Spiel hier viel schneller durch als beim ersten Mal. Nächsten Mal. Wir spielen das Spiel sehr schnell durch. Das Spiel spielen wir sehr schnell. Scheiße. Hör auf mich zu schießen. Autsch. Nein. Oh Gott. Nein, warum habe ich das gemacht? Hilfe. Ah, das sind solche Selbstmordattentäter. Wenn man die versucht einzusaugen, dann machen sie sowas. Ne, warte, ich zeig's euch. Dann werden sie aggressiv. Laufen Amok und machen schließlich Bumm. Nein, warum ist hier jetzt ein neuer erschienen? Scheiße. Die paaren sich schneller als Insekten. Ja, es gibt nur eine Methode, die zu killen, und das ist hier sowas. Ganz leicht. Ja, was sind das denn? Was sind das für komische Wesen überall? Unglaublich. Nein, 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 nein. Ich wollte springen und nicht fallen. Okay, nochmal. Nein, ist mir wieder hier. Scheiße. Ich glaube, das erste Mal durchspielen habe ich in genau einer halben Stunde geschafft. Ja komm, schieß. Schieß! Du sollst schießen! Idiot! Ah!
Hehe. Jawohl, so stelle ich mir das vor. Sehr schön. Like a Boss. Nein, like a Noob. So. Boah. So, nochmal. So, nochmal. Nochmal fliege ich hier nicht runter. Okay, so springt man. Und. Alter. Okay. Okay. Okay, das ist sehr strange. Okay, das ist hier auch strange. Ah! Ah, drei Feinde gleichzeitig aufgesaugt, lecker Boss. Ein Ritter. Immerhin ein Wesen, das man erkennen kann. Ah! Nein! Nein, 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 nein! Ah! Okay, die Stacheln geben zwei. Ah! Scheiße, nein! Okay, dieses Level hat's in sich. Schon wieder diese Viecher. Halt auf, mich zu nerven! Lasst mich in Ruhe, ihr Scheißviecher! Geht alle sterben, ihr Scheißviecher! Ich muss hier mal durch, der Ritter! Ist hier vielleicht ein Secret? Nee, ist kein Secret. Ich hatte gerade in Erinnerung, dass hier eins sein könnte. Ich kenne, glaube ich, soweit ich weiß, alle Secrets in diesem Spiel. Oh Gott, oh Gott! Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen hat man auch nur noch ein Leben hier an dieser Stelle. Scheiße! Naja, immerhin haben wir jetzt vier volle Leben, dafür haben wir halt ein normales Leben verloren. Jawohl! Ah! Ich mag dieses Level nicht. Ich mag dieses Level überhaupt nicht. Ich mag dieses Level nicht. Lass mich durch. Ich glaube, dieses ist ein Satz, den sage ich hier die ganze Zeit. Lass mich durch. Ah! M. M und M's. M steht für Max. Maximale Leben. Ah! Ah, ah, oh mein Gott. Oh Gott, da ist schon der Mini-Endboss oder Mini-Boss, whatever. Ah, funktioniert nicht. Scheiße. Autsch. Ah! Lass mich! Das geht nicht. Du sollst mich in Ruhe lassen. Hehehehe. Ah! Ey, was soll denn das, hä? Was soll denn das? Ich übersteuere gerade ein bisschen, kann es sein. Ah, lass mich in Ruhe, du Scheiß. Jawohl! Noch ein Leben hat dieses Viech. Ja, aber haben nur noch zwei. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich besser gespielt, kann es sein? So, jetzt geht's ab ins Weltall. Ah, das hat weh. Okay, hier ist wieder so ein Blub-Blub-Ding. Blub, 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 blub. Okay, nicht, dass da wieder macht. Blub, 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 wenn ich das habe, macht blub, blub. So, ich glaube, das lassen wir gleich so, wie es jetzt ist. Du, verpiss dich mal schnell, danke. So, jetzt schnell. Nein, schnell, bevor wir hier alles aufsaugen müssen. Schnell. Boah, stell dich mal vor, wenn man jetzt hier alles aufsaugen müsste, ey. Scheiße, Alter. Ja, ja, wieder so fallen. Oh Gott, fast wäre ich da reingefallen. In diese Falle. So, jetzt müssen wir nach oben. Dieser scheiß Ritter, geh mir aus dem Weg. Du gehst mir auch aus dem Weg. Nein, 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 nein. Nein, der Regenschirme. Ah! Scheiße. Oh Mann, der ist schon der Boss. Er hat sich in eine Wolke verwandelt. Unglaublich. Ah! Was soll das denn jetzt? Hat du Problem? Lass mich durch. Ich muss jetzt zu Herr DDD. Ich habe einen Termin mit ihm. Na komm her, du kleine. Uah! Du kleine Wolkensau. Na komm. Wo kommen überhaupt die Dinger her? Alle sehr gefressen oder was? Uah! Ich finde es auch ein bisschen witzig. Schaut euch mal das Auge von dieser Wolke an. Hallo, Wolke. Eigentlich sollte jetzt das Auge von dieser Wolke da nach oben bewegen. Ich glaube, das macht er erst im zweiten Kirby-Teil. Sieht auch sehr lustig aus. Na komm her, ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. Nein, nein, nein. Ich habe hier nicht vorhin geschrien. Und ich würde auch nie hier schreien, weil du so eine Pussy bist. Der kann den nur mit seinem Elektro irgendwie rummachen. Auf damit. Okay, das war überraschend. Ja, komm her. Nein! Du hast noch ein Leben.
Was für ein Weichei. Komm her. Nein. Oh. Ah, das war scheiße knapp. Fuck. So, letztes Level. Mr. DDD. Ich bin jetzt in diesem Schloss. Ich muss kotzen. Das muss doch wehtun, oder? Okay, welchen Boss machen wir zuerst? Den Baum, diesen Zeppelin-Dings da, die zwei Brüder oder die Wolke? Ich mach die Wolke, komm. Da müssen wir einfach nur runterfallen. So schnell, okay. Ja, ich habe das Spiel auch Millionen mal durch, da kenne ich ja alle schon, wie man das am besten macht. Das Spiel, das kann man auch in einer halben Stunde durchspielen, wenn man es kann. So. Bam! Ah! Nochmal machst du mir keine Angst. Ah! Ich hätte dich für ein für alle Mal erledigt. Autsch! Na komm her! Komm her, du kleine Pisser, komm her, du kleine Pisser, komm her, komm her! Ich brauch wieder so einen Funzel, damit ich dich ein wenig Schaden zufügen kann. Lalalala. Gleich hab ich dich! So, ein Leben hast du noch. Ich glaube, dieses Mal schaffen wir es leichter als vorhin. Leichter als vorhin schaffen? Ja, dieses Mal ist es leichter zu schaffen als vorhin, das wollte ich damit sagen. Und? Gut. Erledigt. Gut, ich mache das Schwerste immer zuerst. Sie hier, die Brüder waren auch sehr schwer. Eine Maske! Ich habe keine Angst vor dir. Ah! Bam! Kirby hat einen Starschild, deswegen geht alles, worauf er fällt, kaputt. So, da sind sie auch schon. Also diese kleinen Mini-Levels, die sind ja auch nicht besonders lang. Die schafft man in zwei... oder in einer Minute. Höchstens. So, dann nochmal springen. Ja, dieses Mal habe ich die Steuerung ein bisschen besser raus als vorhin. Vor 10 Minuten oder so, vor 20 Minuten, keine Ahnung. Sag mal 15 Minuten. Ihr könnt ja zurückspulen und nachschauen, falls ihr jetzt daran interessiert seid, weil wir letztens gegen die gekämpft haben. So, noch ein Leben. Hilfe, er wird mich töten, nein! So, das war Level 2. Dann kommt das da. Also ich mache das Schwerste immer zuerst, damit wir das Schwerste gleich hinter uns haben. Was ist das denn jetzt? Komm, geh weg, du scheiß Elektromuschel. Nein! Oh. Nein! Oh Gott, noch ein Leben, noch ein Leben. Wir haben noch ein Leben. Noch ein Leben. Oh nein, jetzt müssen wir sterben. Perfektes Timing. Das wollte ich gar nicht. Scheiße, nein! Jetzt müssen wir das Level nochmal machen, scheiße. Okay, ich glaube, hier ist nur diese Zwischenstage ein bisschen schwer. Da muss man halt ein wenig aufpassen, dass man hier bei den Stacheln keinen Damage kriegt. Autsch! Ja, nur zur Info, wenn wir dieses Ding hier berühren, sterben wir sofort. Das ist ein One-Hit-Kill. Daher sehr aufpassen, weil ihr das mal selber spielen wollt. So, hier ist wieder dieses Zitronendingens. Whatever. Wow! Autsch! Alter, wer denkt sich sowas aus? Ganz im Ernst? So ein Japaner, der so viel Anime gesehen hat, oder was? So. Okay, jetzt nur noch dieser scheiß Baum, dann haben wir es erledigt. Dann kommt der Endboss. Der Endboss von diesem Spiel. Ah, was meint ihr? Schaffen wir das Spiel noch in 30 Minuten durchzuspielen? Ja oder nein? Und hier ist auch schon das Ding.
Der Ende. Das Ende. So, wir haben noch 5 Minuten, um es durchzuspielen und um unseren Rekord zu knacken. Na komm her. Ja komm, gib mir noch ein paar Äpfel oder whatever, das auch sein soll. Sie sehen für mich ganz klar aus wie Äpfel. Nein! So, hier ist der letzte und du bist tot. So, jetzt kommt der Endboss. Kampf zwischen Kirby und Mr. Dedede. Ah, hab dich erledigt, hab dich erledigt. Na komm her. Oh mein Gott, wo hast du den Hammer her? Hast du den bei Ikea gekauft oder was? Ah! Er kann springen. Er fliegt hin. Das ist aber ein krasser Endboss, der hinfliegt. Oh Gott, nein! Ah! Scheiße. Nein, 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 nein! Oh, ich schreie echt wie Mädchen, scheiße. Das kann ich auch, siehst du? Solltest mal laufen lernen. Ah! Er kann springen. Oh, nein! Scheiße. Scheiße. Scheiße! Nein! Kirby! Oh Gott, wir haben noch ein Leben. Scheiße! Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein langsam. Jetzt muss ich das Spiel auch langsam mal ernst nehmen. Scheiße. Okay, beim ersten Mal waren wir echt besser. Na komm her. Bam. Du hast mehr Leben als ich, das ist unfair. Na gut, dafür fliegt er dauernd hin. Das ist gleich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen aus. Naja. Boah. Was hätte denn Body Slam auf mich gemacht? Wie mein Relaxer in Pokémon Gelb? Oh Mann, ich mache viel zu viel Werbung für meine anderen Let's Plays. Ist ja schlimmer als bei RTL. Oder Sat.1. Ah! Ja, komm her, komm her, komm her. Nicht saugen. Oh, er fliegt wieder hin. Alien laufen, Junge. Nein, 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 nein. Weg mit diesem Hammer. Ich mag keine Hammer. Und er fliegt hin. Jawohl. Wer hätte es gedacht? Jetzt nutzt er seinen Hammer. So, er hat noch 3 Leben. Und fliegt nochmal hin. Ich kommentiere jetzt das, was du sagst. Jetzt nimmt er wieder seinen Hammer, schlägt auf mich und verpeilt. Weil er so verpeilt ist. Und jetzt fliegt er hin. Nee, doch nicht. Arschgrapschen. Ah! Nein, nein! Autsch! Oh, okay, geschieht mir recht. Mensch! Junge, du solltest echt laufen lernen, sonst bist du kein Endboss. So, er hat noch ein Leben und verpiss dich! Ha! Durchgespielt! Boom! Ja, auch wieder in einer knappen halben Stunde. Jetzt kommt noch das Outro. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das ist sehr strange. Also wenn man Kirby noch nie gespielt hat, was auch die meisten wahrscheinlich getan haben, da wo es rauskam, wird man sich wahrscheinlich gedacht haben, what the fuck, was ist das für ein Spiel? Aber naja, gut. Also das war das 2-Jahres-Special. Ich hoffe, euch hat das kleine Mini-Let's Play gefallen, was wir ja schon mal gemacht haben. Mir ist nichts anderes eingefallen, muss ich zugeben. Ich wollte Skyrim zuerst spielen, aber es lief organisatorisch nicht so besonders gut hin. Das ist vielleicht mal jetzt beim 100-Abonnenten-Special. Mal schauen, also. Ja. Lalalalalalalala. Special Thanks an Bobby. Special Thanks an Kipper. Supervisor Bo Nakajima. Producer Makoto Nakanai. And so many players. Und so vielen Spielern. Kirby's Dream Land presents by. Ah, das Spiel haben wir doch in einer halben Stunde durchgespielt. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber naja. Thank you for playing.
Ja, und ich danke auch euch fürs Zuschauen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen länger als eine halbe Stunde, aber das macht nichts. Wir sind ungefähr auf demselben Zeitlimit wie beim ersten Mal gekommen. Diesmal hat es ein kleines bisschen länger gedauert, aber naja. Ach ja, den 2 werden wir auch noch spielen, irgendwann mal. Wenn ich Lust drauf habe. Also, bis dann, Leute. Ciao. Thank you.